Schon im letzten Video zur optimalen Bestellmenge haben wir festgestellt, dass du dich verkalkuliert hast, wenn alles, was du für die Woche eingekauft hast, am Wochenende immer noch im Kühlschrank ist. Nun geht's in diesem Video weiter mit der Berechnungsmethodik zur optimalen Bestellmenge. Los geht's! Im letzten Videoteil haben wir einige Daten erklärt und gesammelt, insbesondere die Bestellkosten und die Lagerkosten. Was können wir jetzt damit anfangen? Richtig, wir können die optimale Bestellmenge ermitteln. Für die Berechnung wird die Antler-Formel genutzt. Der Bedarf wird mit dem Faktor 2 und den Beschaffungskosten multipliziert. Im Anschluss dividieren wir das Produkt aus dem Einstandspreis und dem Lagerhaltungskostensatz. Schließlich wird aus diesem Teilergebnis noch die Wurzel gezogen. So erhalten wir ein Endergebnis, welches uns die optimale Stückzahl pro Bestellung angibt. Krönen wir diese Theorie nun mit einem praktischen Beispiel. Sehen wir uns dazu ein fiktives Unternehmen an. Als Voraussetzung gilt, dass der Bedarf auch komplett abgesetzt wird. Ebenso ist die Annahme zu treffen, dass die Produkte über den ganzen Betrachtungszeitraum immer in der benötigten Menge verfügbar sind. Der Einstandspreis ändert sich für dieses Beispiel nicht. Eine GmbH produziert Surfbretter. In dieser Woche hat das Unternehmen einen Großauftrag über 20.000 Surfbretter erhalten. Die Bestellung und die Transportkosten vom Lieferanten beliefen sich für alle 20.000 Bretter auf 2.500 Euro. Folgende Daten, die im Rahmen eines Bestellprozesses entstehen, sind für das Beispiel gegeben. Personal 3.000 Euro, Energiekosten 250 Euro, Miete 500 Euro. Am Anfang der Betrachtungsperiode hatte das Lager einen Gesamtwert von 50.000 Euro. Zum Ende der Periode ist der Lagerwert auf 70.000 Euro gestiegen. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 8%. Als Einstandspreis für das Surfbrett wurden 60 Euro festgelegt. Also, los geht's! Die Formel für den Lagerkostensatz lautet: Lagerkosten durch durchschnittlicher Lagerwert mal 100%. Der Lagerkostensatz ist hier also 3.750 geteilt durch 50.000 plus 70.000 durch 2 mal 100%. Und das ergibt? Richtig, 6,25%. Der Lagerhaltungskostensatz berechnet sich aus dem Lagerkostensatz plus dem kalkulatorischen Zinssatz. Hier also 6,25% plus 8% ergibt 14,25%. Und schon können wir die optimale Bestellmenge ermitteln. Die optimale Bestellmenge ist gleich die Wurzel aus 2 mal 20.000 mal 2.500 geteilt durch 60 mal 14,25%. Eingegeben in den Taschenrechner erhalten wir das Ergebnis 487,3397. Wir runden es auf 488 Stück. Die optimale Bestellmenge für die GmbH liegt also bei 488 Surfbrettern. Um das Gesamtvolumen von 20.000 Surfbrettern für den Großauftrag abzudecken, müssen also 41 Bestellungen im Jahr ausgeführt werden. Soweit unser Beispiel. Sicher hast du bemerkt, dass wir für dieses Beispiel verschiedene Annahmen treffen mussten, um ein möglichst reales Bild zu schaffen. An diesem Punkt kann man schon die Schwächen bzw. die Problematiken bei der Berechnung der optimalen Bestellmenge erkennen. In unserem Betrachtungszeitraum sind wir von einem durchgehenden, konstanten Bedarf ausgegangen. Dies ist in der Realität bzw. durch schwankende Nachfrage nicht immer der Fall. Des Weiteren ist im Beispiel der Lieferant durchgehend lieferfähig. Zudem gibt es auch keine Transportschäden oder Qualitätsmängel, die eventuell in Kombination mit einem nicht lieferfähigen Lieferanten erhebliche Fehlmengenkosten verursachen könnten. Schließlich wird auch vorausgesetzt, dass die Lagerkosten komplett bekannt und konstant sind, sämtliche Aufwendungen für den Bestellprozess sich nicht ändern und dass der Beschaffungspreis innerhalb des Betrachtungszeitraums immer gleich ist. Alle diese Faktoren sind schwierig über einen längeren Zeitraum zu definieren.
Es hängt auch von der jeweiligen Art der Unternehmung ab, ob es sinnvoll ist, anhand der optimalen Bestellmenge die Wirtschaftlichkeit von internen Prozessen zu deuten. Für einige Unternehmen gibt es manchmal eher eine optimierte anstatt einer optimalen Bestellmenge. Für deinen nächsten Supermarkteinkauf weißt du jetzt auf jeden Fall, wie du die einzukaufende Menge errechnen kannst. Naja, so weit, so gut. Im nächsten Video sehen wir uns einige Lagerstrategien an. Tippe oder klicke hier links auf unser nächstes Video. Mehr Videos zur Beschaffung gibt's natürlich in unserer Playlist, ebenfalls hier verlinkt. Abonnieren und Daumen hoch freut uns und bis bald. Ciao!